Ja. Hast du nicht. Ey, kann mir irgendwann mal ein bisschen helfen? Ich hoffe nur, dass Nils noch ist. So, jetzt aber hier zack, zack. Ja, nur weil ich nicht sehe. Ja, ich sag, hallo. Die Schleimdusche ja. Auch noch. Ich werde es weiter. Und es gibt nur einen. Okay, jetzt müssen wir schon mal. Jetzt der kleine freche Fuchs. Ja, ist wohl ich dann. Ach du. Du sollst sie doch nicht warnen, Pierre. Ich will das Papier fliegen genau, sehen. Genau, Pierre. Yay, ja, bin da. Das ist doch scheiße, das ist doch ein Dreck. Lass mal aufs andere Spiel, lass mal Fußball spielen. Schön, gefällt mir ganz gut. Also, der Start ist schon mal eingelungen. Das ist das ist, ich habe überhaupt nichts gesehen. Ja, ich auch nicht. Ja, das war gerade extrem unfair. Das Problem ist, es ist per Zufall. Also, du kannst nicht auswählen, welche Rennstrecke will ich fahren. Das wird halt alles per Zufall. Ich hatte so einen Zufall noch nicht. Es wird per Zufall. Glück, ja, genau. Per Zufall und keiner Glück. Die beiden. Mit Lou, Zufall. Der hat mir auch immer Probleme. Mir ist heiß, so. Ihr könnt euch jetzt alle ein bisschen abregen und kurz mal das Punktekonto euch genau anschauen. Dann wir gehen mal ganz kurz in die Werbung ab. Und hat irgendwer eine Brille im Studio hier? Eine Klobrille habe ich so da hinten gesehen, die war braun. Ungefähr 0,75 Dioptrien. Bis gleich. Keiner. Ja, die Wogen haben sich ein bisschen geglättet. Nein. Alle haben sich damit abgefunden, dass sie gerade berechtigterweise analog zu ihren Fertigkeiten auf die Plätze verwiesen werden. Letzter Platz! Das kann sich aber ganz schnell ändern. Ja, danke, das wollte ich sagen. Und das wirst du sehen, denn der Fernseher ist ein Stück rangerückt worden. Ja, und er ist heller gemacht worden. Das heißt, jetzt hätten wir vielleicht auch die Piste sehen können. Jetzt kommen wir zum ersten Minispiel, nämlich das Superstern-Schlagfest. Insgesamt 50 gibt's. Und ihr seht schon, unten steht, worum es geht. Zwingen? Also, ihr müsst jetzt diese Piñatas, das sind ja eigentlich diese Süßigkeiten befüllten Figuren, die selber darstellen, kaputt schlagen. Kräftiger Schwinger. Ja, ihr seht ja oben immer, was passiert. Das ist eigentlich ganz praktisch. Und ihr müsst eigentlich nur schlagen. Und wenn du länger gedrückt hältst, dann schlägst du Dollar. Und du musst einfach das so timen, dass du dann zuschlägst, wenn das runterfällt. Farben. So, wir fangen jetzt einfach mal an. Auf die Plätze. Wer bin ich denn ganz links? Du bist das rote Pferd wahrscheinlich. Auf die Plätze. Nein, go ich. Go ich. Das ist ein ziemlich einseitiger Kampf, wenn ihr mich fragt. Der Schlag ging daneben. Du bist schlecht. Ey, ihr schlagt alle meins. Ich hab auch gerade, glaube ich, das von meinem Eichhörnchen-Kollegen geschlagen. Wer ist denn das Eichhörnchen links neben? Ich? Ach du! Nein, oder bin ich das? Ja. Ey! Ist natürlich so ein bisschen Timing hier gefragt. Oh nein! Nein, mein Timing ist... Oh. Ja, ich raff's nicht. Wie schlecht. Ich kann nichts sehen, der Bildschirm blendet mich. Von Herrn Bobo schon wieder. Also wenn deins auf ersten Platz, dann wundere dich nicht, ich habe dir aktive Schützenhilfe gegeben. Hallo. Ich kann das von den Kollegen nicht einfach einer zimmern. Hallo. Das ist mein letzter Schein. Nein, daneben. Oh, yeah. Man hat schon. Ja. Die Fettbär hat schon. Ja. Dann ist der Flutschbär. Meinst du, wird niemals. Also ich habe schon mal gewonnen, Jungs. Ich hau die ganze Zeit auf der... Ah, ich bin Zweiter. Oh nein. Hey. Die Zeit ist abgelaufen. Hey. Ja, entschuldige, weil wir so viel Zeit haben. Aber ich hätte noch gewonnen. Jetzt bist du auch dritter Scheiße. Ich hab so eine Amöbe als Tier. Die kommt überhaupt nicht an dieses Piñata-Ding ran. Hallo? Das hättest du mir mal vorher sagen können, welche Art von Wettbewerb mich da erwartet. Das ist einfach das Alter bei dir. Ach, Städtenbauer da. Sei mal ruhig. Oh, das ist, ich meine, so ein niedliches kleines Spiel. Und ihr einfach unterschiedlich. Ja, hier ist doch lächerlich. Jetzt bin ich auf dem letzten Platz. Aber es gibt noch Punkte dazu. Nee, pass auf. Es gibt ja noch Punkte dazu, immer. Am Schluss. Nicht, je nach Rennplatzierung. Ihr fragt mich vielleicht, warum muss man zwischendurch immer ein Rennspiel machen? Also warum muss man so Mario Kart-artig fahren? Ja. Da kannst du quasi noch Punkte gut machen. Wenn du da eine gute Platzierung hast, bekommst du Punkte als Bonus obendrauf auf die Score der einzelnen Spiele. Das ist ja... Das ist quasi so, wenn du im Minispiel schlecht bist, aber in Rennspielen gut. Kompliziertes Regelwerk. Ja, eigentlich gar nicht. Das wird sich alles nachher schon selber erklären. Rasenrennen, das kenne ich nicht. Grünes Gras ist voll. Das rollt auf dich zu. Weich dem Rasen aus und sammle die meisten Süßigkeiten ein, um zu gewinnen. Weich dem Rasen aus? Also steuern mit dem linken Analogstick und mit A wegschieben. Das sollte. Wie soll man den Rasen aus? Wo bin ich denn? Wo bin ich? Eins. Ich bin jedes Mal die gleiche Frage. Du hast es geschafft. Ah, Mann, das hinter mir her, das verfluchte Bällchen. Aufsammeln. Ah, Süßigkeiten, Mann. Süßigkeiten, Mann. Ah! Weg! Ey, das klingt ja kurz. Wer ist denn die bissige Stute da? Ey, weg! Ach, Christiane, ja, ich hätte gedacht. Oh, ey, wer ist der Dicke da? Ey, der Dicke kriegt gleich sowas von auf dem Latz. Oh, jetzt ist der Dicke. Maxi, die Dicken sind einfach nur umsichtig. Ey, jetzt hör auf, du Arsch! Das war alles von uns, was ich gesammelt habe. Grass Ball of Destruction. Ach, and more. Oh, jawoll! Gelbe Gelbmann. Jetzt, aufholen! Gelbe Gelbmann hat schon 42, glaube ich. Go, go, ich. Go, go.
Okay, das war wieder mein Attentat. Ja, die gehen alle auf mich, das ist so lächerlich. Ohne Witz, wir können Nils alleine spielen lassen, ist dann das Atmo-Take verkaufen. Dritter! Erster, Vierter, Zweiter. Jetzt bin ich der links, oder? Ich bin verdammt, du bist doch der Kleinste im Feld. Ist doch ganz klar, dass die großen Bälle immer hier herkommen. Ja, nein, ohne Scheiß. Erstens das und zweitens ist da völlig klar. Ihr nehmt so viel Platz ein. Und wenn deswegen immer gestorben... Wenn ihr mit eurer linken Schwarte irgendeine Süßigkeit berührt, sammelt ihr die ein. Ich bin so klein, ich bin kleiner gewesen als die Bonbons. Ja, und deswegen bist du aber auch viel leichter, viel weniger gut getroffen von den großen Wellen. Das ist doch Schwachsinn. Das legt ihr euch zurecht, das hat man doch gerade gesehen. Komm, lass mal wieder. Ihr lauft einmal übers Feld, ohne es zu wollen, sammelt 10 von den Bonbons ein. Hätte ich nicht gedacht, dass es hier so eine Schlachtplatte ergibt. Ey, wenn ich das gar nicht. Kannst du nicht letzter sein? Ich hab aber noch eine kleine Schmackkarte. Natürlich kann ich nicht letzter sein, das ist ja wohl auch verständlich. Jetzt kriegst du einen Bonbon. Wo ist darf ich vielleicht jetzt mal kurz sagen, was jetzt kommt, damit du dich ein bisschen beruhigen kannst? Wir haben einen wunderbaren Trailer zum neuen Teil aus der Street Fighter-Reihe. Da stehst du doch tierisch drauf. Vor allem habe ich dir gerade gesagt, dass ich sehr hungrig bin, weil ich die ganze Zeit nichts essen konnte. Und dann willst du mir einen Bonbon geben und jetzt ist dein Bonbon ein Trailer, oder ja, was? Ja, genau. Zu dem Spiel, wo ich hier gerade voll abkacke. Entschuldigung, die gibst du uns doch immer zum Naschen in der Games-Sendung, wenn wir auf der Hauscouch PS3. Da gewinne ich wenigstens. Okay, das gibt Blut. Aber erst gibt es Street Fighter 4. Ja, das sind immer die besten Trailer. Man hat überhaupt keine Ahnung, ne, worum es in dem Spiel geht. Ja, also beziehungsweise wie das Spiel als solches aussieht. Aber es sieht einfach geil aus. Sehr stylisch, definitiv. Stylisch ist auch das, was wir jetzt vorhaben. Bei uns geht es mir jetzt ums Bollerbowling. So, hier ist wieder die Erklärung jedes Mal und die reicht auch wirklich aus. Wir brauchen eigentlich nur A in diesem Falle. Es geht darum, ja, umzuhauen, Kegel umzuhauen halt, wie im wahren Leben auch. Wo bin ich? Der Kleine du bist da. Jetzt, wo ist denn deiner? Wo bin ich? Du bist oben links. So. Nein, was habe ich getan? Die Pfeile bewegen sich automatisch. Yes, alter Schwede. Ich habe gerade alle 9. Oh ja, sehr schön. Strike 2. Nee, fast. Hallo, das Üble daran ist natürlich, wie ihr seht, dass wir nochmal... Ja, echt? Ja, klar, irgendwann. Ich brauche 10 Stunden. Hey, ich hab keinen Ball. Jawohl! Ich hab keine Kegel. Ja, ihr müsst halt ein bisschen warten. Ein bisschen Taktik ist auch dabei. Hallo, da kommen keine Kegel. Ey, wer klaut hier meine Kegel? Kannst du auch ohne Kegel abräumen? Ja, aber ich glaube, da kriegen wir Punkte. Ja, das will ja keiner. Alle weg. Wo ist meine Kegel? Ich hab schon keine Kegel. Leute, ich hab schon alles abgeräumt. Nee, doch nicht. Da war noch einer. Ich hab schon alles abgeräumt. Oh, der Herr Steckenbauer hat 75, liegt gerade einmal vorne. Nein. Ich brauch Kegel. Das ist ja lächerlich. Gib mir Kegel. Jawoll, da hau ich ja eure die ganze Zeit weg. Du gewinnst. Das weiß ich doch. Also irgendwas. Aber war ganz klar, das. Ja, klar. Ich muss mich langsam ein bisschen anstrengen hier. Ich muss meinen Vorsprung erstmal erschaffen, bevor ich ihn ausbauen kann. Das stimmt. Ja. Ich tue aber ganz gut daran gerade. Ich muss sagen, eins müssen wir noch machen, dann gibt es wieder ein Rennen. Oder habe ich falsch mitgezählt, vielleicht kommen wir auch jetzt schon wieder ein Rennen. Oh. Also das muss man, kann man schon mal so als kleines Zwischenfazit sagen. Ein bisschen schade ist, dass es halt eben nicht diesen Spielbrettcharakter von Mario Party hat. Ist halt einfach eine Aneinanderreihung von Minispielen. Kannst du mir mal erklären, ich war gerade besser als die Christiane, war vorher Dritter und bin ich jetzt Vierter. Wie soll das denn gehen? Ja, die Punkte sagen dir doch ganz detailliert Auskunft. Nee, ganz mal ehrlich, was ist denn das für ein System? Wenn man verliert, steigt man auf, oder was? Nee, gar nicht. Aber das war eben das Schöne, was ich vorhin gesagt habe eingangs. Wenn die Christiane im Rennen gut war, hat sie halt ein paar Bonuspunkte bekommen. Das ist ja... Hängt mir das Rennen, wo ich nichts gesehen habe, hängt mir jetzt ewig nach, oder? Ja, das kommt das nächste Rennen. Ja, du wirst gerade von einer Frau bei einem Bowlingspiel in Autofahren geschlagen. Das ist schon sehr bitter. Ja, aber das Spiel lügt nicht, das wissen wir ja. Hinter jeder Kurve lauert Gefahr. Die Christiane hat mich auch noch besiegt. Auf dieser Strecke gibt es spektakuläre Sprünge, dramatische Zugverfolgungsjagden und mehr Waffen, als man zählen kann. Und was ist mit unseren Kandidaten? Sind sie bereit? Ich finde den Ziel auch wieder sehr geil. Glaube, die Animation sind super. Wohl mehr als übertrieben. Ich habe seit letzte Woche keinen so schlappen Haufen mehr gesehen. Aber sie sind voll. Okay, dann mal los. Das ist richtig ausgewählt. Ich kann nur Ich will auch schon den französischen Dialekt. Gib mir von Mönch, gib mir nicht auf den Sack. Hallo. Aber wer hat das denn geworfen? Hey, hallo. Christiane, macht ihr wieder alles voll. Ja, wenn ihr auch wieder mit eurem Glück im Bunde seid, weil ihr alle so Turbopilze kriegt. Damit hat niemand gerechnet. Wo sehe ich denn, was ich für ein Ding habe? Ja, das hat natürlich auch nicht den Tiefgang eines Mario Karts. Also man galoppiert hier so ein bisschen um die Ecke. Da ist so ein Flug gegeben. Irgendwer ist vorne, der kleine Wuschelmann ist vorne. Ja, ey, ich wusste es. Ich meine Größe. Jetzt kommt ihr und checkt mich weg durch schiere Körpermasse. Hallo, ich sehe dich. Ja, was war das denn? Der Bombenkollege hier. Das war ich. Das hast du gut gemacht. So, ich habe jetzt die Schmetterlinge. Hast du gut gemacht. Normalerweise über